Herzlich willkommen bei diesem Jahreshoroskop Jahr 2019, Anfang 2020 nach indischen Astrologie. Die indischen Astrologen berechnen die Horoskopen anders. Sie berücksichtigen nämlich die Präzession. Nicht wundern, wenn ich erzähle, wo Sonne, Mond und die Planeten sich bewegen. Es ist anderes als in westlichen Astrologie. Liebe Nerilia, ich grüße dich. Das ist dein Jahreshoroskop. Das Bild, was du hier siehst, ist dein Geburtshoroskop bildhaft dargestellt. In diesem Bild, in ein Geburtshoroskop, ändert sich nichts. Das bleibt so. Das zeigt den Sternenhimmel über dir in diesem Augenblick, wo du geboren bist, wann du geboren bist. Das ist wie eine Momentaufnahme. Dieses Bild ist einzigartig. Diese Lebensbereiche, wo Sonne, Mond und die Planeten sich befinden, wo Energie fließt, das sind die wichtigsten Lebensbereiche in dein Leben. Das ist deine Persönlichkeit, dann ein Austausch von Wissen und Bildung und Medien, dann dein Zuhause, Partnerschaft, hier hast du einen karmischen Weg, entweder Richtung Ausland oder Spiritualität, ist wichtig, deine Berufung zum Leben, Öffentlichkeit, Ansehen, Anerkennung und die Geheimnisse des Lebens und karmischen Themen. Wie ich schon sagte, dieses Bild bleibt. Was aber sich ändert, das bist du. Und du machst alle sieben Jahre beginnt eine neue Periode. Das nennt man Lebensschritte. Und du bewegst dich gerade im Krebsperiode. Und das hat schon begonnen, aber das wirkt noch in die kommenden Jahre. Dann ist für dich wichtig, familiären Themen, ein Zuhause zu haben oder die Suche nach deiner Heimat, die Suche nach deinem Zuhause. Aber Krebs symbolisiert auch das Innere, einen inneren Tempel. Und das ist eine Art meditative Haltung, damit du zur Ruhe kommst, das zum Pflegen in dein seelischen Kümmern. Nicht nur du bewegst dich im Leben, sondern Sonne, Mond und die Planeten auch. Planet heißt auch übersetzt beweglichen Sternen oder Wandelsternen. Bei Sonnenbewegung muss ich das korrekt beschreiben. Die Bewegung macht eigentlich unserem Planet Erde, aber für unsere Wahrnehmung scheint das so zu sein, wenn die Bewegung die Sonne machen würde, und wir sprechen auch über Sonnenbewegung. Und diese Bewegung nennt man Transit, und das löst etwas aus im Horoskop, aktiviert Planeten, aktiviert Lebensbereiche. Und genau das schauen wir auch an. In dein Geburtshoroskop befindet sich die absteigende Mondknoten oder Ketu im Steinbock. Hier hast du karmische Erinnerungen, in diesem Weg bist du schon gegangen. Und ein neuer Weg, die Suche nach etwas Neues, was dich auch befreit, das ist hier Krebs im 9. Lebensbereich. Die beiden karmischen Knoten bleiben im Geburtshoroskop, aber ich nehme die Karten raus, weil ich brauche das. Also ich nehme mal Ketu raus und auch Rahu. Juni
2019. Uranus bewegt sich im Widder und nach indischen Berechnung bleibt noch einigen Jahren im Widder. Und das hast du hier im sechsten Lebensbereich. Uranus bringt Umbrüche und Veränderungen. Du kannst in den nächsten Jahren auch noch mit Veränderungen rechnen, auch im Alltag, aber auch in deiner beruflichen Situation. Hier in diesem sechsten Lebensbereich ist auch die Gesundheit und Uranus hat einen Einfluss astromedizinisch auf unserem Nervensystem. Also achte immer auf die inneren Ruhe, auf dem inneren Gleichgewicht, weil das stärkt dich. Deine Gesundheit stärkt dich. Aber damit kannst du rechnen, dass hier Umbrüche, Veränderungen kommen beruflich oder hast du ungewöhnliche Begegnungen im Alltag. Venus bewegt sich auch immer wieder. Und diese Bewegung löst aus, entweder da kommt etwas in Harmonie oder zeigt deine Kreativität oder in diesem Lebensbereich begegnest du mit Liebe. Bei diesem Transitbewegung kann die Venus-Energie auch anderen Frauen bedeuten. Im Geburtshoroskop bist du das, deine Weiblichkeit. Aber bei dieser Bewegung kann auch Kontakte bedeuten mit anderen Frauen. Und das heißt hier, im sechsten Lebensbereich kommt mehr Harmonie im Alltag. Oder du begegnest du in deinem Alltag mit liebevollen Menschen. Oder bist du sehr kreativ und arbeitest in diesem Bereich. Kann auch bedeuten, dass du Kontakt hast mit Frauen in Arbeit oder im Alltag, wichtigen Treffen, Begegnungen. Wenn das um Gesundheit geht, das kann mit Nieren bedeuten, Venus steht astromedizinisch zum Nieren oder Besuch bei Frauenarzt. Sonne und Merkur befindet sich im Stier. Sonne zeigt die Monatsthemen und das ist gerade die Stierenergie und das bedeutet wertvolle Dinge in Besitz nehmen, aber nicht festhalten. Bedeutet auch um die Finanzen kümmern. Und hier im siebten Lebensbereich handelt sich bei dir in die Liebe Partnerschaft. Das ist die Monatsthema. Die siebte Lebensbereich steht aber auch um Verträge, so wie Ehevertrag, so symbolisiert auch anderen Verträgen auch. Und das kann die Merkur-Energie hier auslösen, dass du einen bestimmten Vertrag unterschreibst. Oder hast du Gespräche über Partnerschaft oder sehr tiefgründige Gespräche mit deinem Partner. Mars ist die Kraft, was alles in Bewegung setzt. Steht auch in Verbindung zum Auto oder Sport, Bewegung. Mars, Energie haben wir Frauen auch, weil mit dieser Mars-Energie können wir uns behaupten. Aber grundsätzlich ist Mars männlich, eine männliche Energie. Im Geburtshoroskop bedeutet das der Partner. Bei dieser Bewegung kann auch anderen männlichen Personen auch bedeuten, Mars ist im Juni im Zwillingen. Und das heißt, achte auf deine inneren Kraft. Und hier im achten Lebensbereich ist das Loslassen. Ich habe das im Geburtshoroskop-Analyse beschrieben als Rucksack, von diesem Rucksack aufräumen. Kann auch bedeuten, dass hier endlichen Themen hast, das gehört nämlich auch in diesem Bereich.
Erbschaften oder eine rechtliche Lage, besonders wenn es um Geld geht. Und Mars kann bedeuten, dass du diese Kraft hast, dich zu behaupten oder dich zu wehren. Oder hast du Kontakt mit einer männlichen Person? Jupiter vergrößert etwas, vermehrt etwas, ist gerade rückläufig und diese Rückläufigkeit bremst, dass wir jetzt etwas vermehren können. Und das hat auch eine Bedeutung, nachdenklich zu sein oder noch etwas überprüfen oder signalisiert, es ist noch nicht der richtige Zeitpunkt. Jupiter bringt Glück, Chancen, Möglichkeiten. Diese Rückläufigkeit kann auch bedeuten, dass kehrt jemand zurück von Vergangenheit oder wird etwas aufgeräumt von Vergangenheit. Jupiter hast in Skorpion und das trifft dich persönlich. Also jetzt hast du mehr Chancen, mehr Möglichkeiten, dass du wahrgenommen bist, bist du dabei aufzuräumen und bringt in dein Leben gerade Glück. Auch wenn das momentan rückläufig ist und wird gebremst, vielleicht ist das der Glück, dass das alles eher langsam vorangehen soll und führt dich eher zum Ziel. Saturn und Pluto ist im Schütze. Saturn ist der Planet der Schicksal und Karma, ist gerade rückläufig und das zeigt Vergangenheit und Vergangenheit, also karmischen Themen. Pluto ist auch rückläufig, zeigt auch Vergangenheit und karmischen Themen. Und hier bewegt sich auch die karmischen Knoten, zwar die absteigende Mondknoten Ketu, auch die Vergangenheit. Und jetzt im Juni befindet sich Saturn und auch Pluto exakt auf diesem Knoten. Und sie bilden sich eine sogenannte Konjunktion. Und das heißt, sie wirken zusammen, hier kommen Erinnerungen. Bei Schütze können Themen sein wie Sport, Bewegung, Reisen, Ausland, Spiritualität, religiösen Themen. Dann kommt die zweite Lebensbereich zu deinen Werten zu stehen, zu deiner Größe zu stehen, Wertschätzung verlangen, über die Finanzen kümmern. Diese Konjunktion Saturn-Pluto-Ketu wirkt von Nunki bestrahlt. Nunki wurde bei Assyrer verehrt und symbolisierte ein heiliger Ort, ein Kraftort. Und das kann für dich bedeuten, dass du eine Reise machen sollst für Selbstfindung und dass du einen Ort findest, wo du das Gefühl hast, ah, da war ich schon mal. Das kenne ich schon. Hier hast du alte karmische Erinnerungen. Und daran sollst du nicht zweifeln, sondern das als Kraftort wahrnehmen. Neptun zeigt unseren Träumen und wie wir unsere Träume verwirklichen sollen. Und es ist alles möglich. Vorausgesetzt ist, dass wir daran glauben. Und hier bewegt sich Neptun im Wassermann und hat einen Einfluss auf deine Wohnsituation, dass das wirklich traumhaft schön gestalten kannst. Aber du brauchst auch dieses Glauben daran. Die aufsteigende Mondknoten bewegt sich gerade in Zwillinge. Und hier hast du karmische Themen, Neuigkeiten, das ist ein Neuland und das heißt Transformation oder um Investitionen in Finanzen kümmern, also hat mit Werten und mit Finanzen auch was zu tun. Ketu und Rahu bleiben ganzes Jahr
und 2020 auch noch im Schütze und Zwillingen. Rückläufigkeit bedeutet, wenn ein Planet rückläufig ist, erstens Vergangenheit, oft karmischen Themen, Erinnerungen an früheren Leben oder Begegnungen aktiviert diese Thematik, oder bedeutet Rückläufigkeit, das ist gebremst, weil das noch nicht der richtige Augenblick ist. Oder wir sollen noch warten, es gibt vielleicht noch was Besseres oder eine bessere Zeitqualität oder etwas überprüfen. 3. Juni ist Neumond im Stier, das ist jetzt gerade vorbei. Neumond bedeutet Rückzug, Nachdenklichkeit, Meditation, Stier, über Themen, Werte und bei dir im 7. Lebensbereich über Partnerschaft, aber das ist jetzt vorbei. 10. Juni ist Halbmond im Löwe. Halbmond bedeutet, dass Sonne und Mond in Spannung ist und diese Spannung spüren wir. Und dann zweifeln wir an etwas. Und hier bei Löwe-Themen zweifeln wir an uns selbst. Und im 10. Lebensbereich bedeutet entweder, du bist nicht wirklich wahrgenommen, du möchtest aber wahrgenommen zu werden, oder Spannung in Arbeit. 17. Juni ist Vollmond in Skorpion. Und das hat einen Einfluss auf dein Auftreten, auf deine Persönlichkeit. Vollmond bedeutet, das wird beleuchtet. Da sollte man hinschauen. Achte auf dein Auftreten oder dein Aussehen. Oder hast du das Gefühl, du stehst im Glanz, alle bewundern dich, du bist wahrgenommen. 25. Juni ist Halbmond im Fischen. Hier, Halbmond, Spannung, entweder mit Kindern, oder kommen Kindheitserinnerungen und das löst eine gewisse Spannung aus oder Tränen. Kann auch bedeuten, dass du diese Lebensfreude erleben möchtest und es ist alles so mühsam und so streng, da lässt das gar nicht zu. Juli. Sonne und Venus ist in Zwillingen. Mars verabschiedet von Zwillingen. Also Sonne, Venus ist hier und Mars, Merkur ist im Krebs. Sonne, Venus in Zwillingen bedeutet ein höheres Bewusstsein, ein jugendliches Aussehen. Hier im 8. Lebensbereich kommt noch Sexualität auch noch dazu. Außerdem handelt es sich noch Themen mit Ämtern oder Erbschaften. Das kann auch diese Bewegung auslösen oder als Monatsthemen oder bedeutet das Loslassen. Eine Wandlung, eine Veränderung, eine Wandlung. Merkur und Mars ist hier im Krebs, kann bedeuten Bildung, das passt sehr gut zum Merkur. Und dann hast du diese Kraft, dich da einsetzen, das ist dann Mars-Energie. Oder bekommst eine Nachricht von einem Mann von Ausland. Oder du sprichst mit deinem Partner über eine Reise. 8. Juli ist Merkur rückläufig. Entweder bremst es die Handlungen und Gespräche oder das ist noch nicht der richtige Zeitpunkt, Gespräche zu führen, handeln oder etwas planen. Kann auch bedeuten, dass eine männliche Person kehrt zurück von Vergangenheit. 2. Juli ist Neumond in Zwillingen. Neumond ist Rückzug, Nachdenklichkeit, Meditation und das in Zwillingen hier über Themen loslassen,
oder nachdenklich zu sein über Finanzen oder nachdenklich zu sein über eine erbschaftliche Situation. 9. Juli ist Halbmond im Jungfrau. Halbmond ist Spannung hier im Jungfrau. Es ist schwierig, etwas in Ordnung zu bringen. Dann, hier sind auch die Wünsche, Sehnsüchte, Hoffnungen. Bei Halbmond fangen wir an, daran zum Zweifeln. Neigen wir dazu, das aufzugeben, oder hast du Spannung in einer Gruppe oder bei Freundschaften? 16. Juli ist Vollmond im Schütze, gleichzeitig Mondfinsternis. Hier, und das wird Bereich Reisen, Ausland oder Glauben, Glaubenmuster. Das gehört auch zum Schütze-Energie. Woran glaubst du? Glaubst du an dir selbst? Glaubst du an die Liebe? Glaubst du an dein Vorhaben? Glaubst du an deine Ziele? Glaubst du an Gott? Diese Frage wird bei Schütze auch gestellt. Und dann kommen natürlich die Finanzen dazu. 25. Juli ist Halbmond im Fischen, das habe ich erwähnt. Die gleiche Thema, Spannung mit Kindern oder bei Lebensfreude. August. Merkur ist in Zwillingen und Sonne, Mars, Venus ist im Krebs. Merkur war rückläufig, zurück in Zwillingen. Das sind Gespräche mit Ämtern oder Vertrag ist auch möglich. Und Mars, Venus, Sonne im Krebs, das ist die Suche nach ein Zuhause, oder die Sehnsucht, endlich angekommen zu sein. Richtung ist Ausland, bei Mars, Venus, auch die Liebe. Das sind die beiden Liebesplaneten. 12. August wird Jupiter direktläufig. Das spürst du, hat einen Einfluss auf deine Persönlichkeit. Endlich geht alles voran und hast du mehr Chancen, mehr Möglichkeiten, bist du wahrgenommen. Bei Jupiter, weil Jupiter vermehrt etwas, ist natürlich auch möglich, dass du in dieser Zeit auch ein bisschen zunimmst. 12. August wird Uranus rückläufig. Hier bei Neuanfang wirkt diese Uranus-Energie, das passt zu Widder, oder in deinen Alltag, beruflichen Veränderungen. Entweder ist die nicht die richtige Zeitpunkt, beruflich zu verändern, das bremst die Chancen, Möglichkeiten, das kann auch dein Glück sein, oder das von Vergangenheit kehrt jemand zurück oder kommen Erinnerungen und das kommt in Bewegung. 1. August ist Neumond im Krebs. Rückzug, Nachdenklichkeit, wohin geht die Reise? 7. August ist Halbmond im Waage. Halbmond, Spannung, Nervosität. Wichtig ist Rückzug. Und die Ruhe bewahren kann auch bedeuten, dass du einen Freund hast oder einen Partner oder eine Freundin, wie auch immer, dass jemand ist im Rückzug und du stellst die Frage, warum? Warum ist diese Spannung? Warum redet sie oder er mit mir nicht? Das kann natürlich auch auslösen. 15. August ist Vollmond im Steinbock. Hier wird Thema Bildung, Austausch von Informationen und Medien, kleinere Veränderungen, Kontakt zu Verwandten. Das sind die Themen, was hier ganz und voll beleuchtet wird. 23. August ist Halbmond im Widder. Hier, das ist Spannung im Alltag. Und 30. August ist Neumond im Löwe, Rückzug, Nachdenklichkeit, welche Ziele hast du, was möchtest du erreichen, wie bekommst du Anerkennung, was sollst du in Öffentlichkeit bringen. Und in diesem Neumond wird von Regulus bestrahlt. Regulus ist dieser königliche Stern, der Herz der Löwen, also das kann eine Herzensangelegenheit sein. September
Mars, Venus, Sonne, Merkur, alles ist im Löwe. Wichtiges Thema ist deine Selbstdarstellung, Öffentlichkeit, Zielsetzung und auch Berufung. September, 19. September wird Saturn direktläufig. Hat eine große Bedeutung, weil Saturn beeinflusst unserem Schicksal. Und bis dahin ist rückläufig. Das kann sein, dass wir noch Themen haben von Vergangenheit oder das bremst die Veränderungen. Und plötzlich dreht sich in andere Richtung und geht alles voran. Und das erlebst du hier auch in Finanzen. Das ist zweiten Lebensbereich. 6. September ist Halbmond in Skorpion. Das trifft dich persönlich. Entweder nervt dich jemand oder bist du selbst so unsicher. 14. September ist Vollmond im Wassermann. Thema Fundament, Basis, Gründung an etwas oder deine Wohnsituation wird beleuchtet. 22. September ist Halbmond im Stier. Entweder du zweifelst an die Liebe oder hast du Spannung in Partnerschaft. Eventuell mit Werte, Wertschätzung. Stier löst auch etwas Themen wie Festhalten oder Eifersucht. 28. September ist Neumond im Löwe. Nachdenklichkeit über Ziele, über Berufung. Oder zurückziehen von der Öffentlichkeit. Oktober. Sonne, Mars, Venus ist im Jungfrau. Monatsthema ist etwas klären, bereinigen, Heilung bringen in eine Situation. Dann kommt Mars, Venus dazu, die beiden Liebesplaneten. Und das kann auch dein Wunsch sein oder Liebe im Freundeskreis. Und Merkur ist im Waage. Waage, Merkur bedeutet Diplomatie, diplomatische Handlungen oder eine schöne Sprache. Hier im 12. Lebensbereich ist der Rückzug, das Schweigen und kann auch bedeuten geheime Feinde, dass die über dich reden oder dass du schweigen sollst oder dass jemand erzählt ihre oder seine Geheimnisse. 5. Oktober ist Halbmond im Schütze, Spannung. Im Bereich Werte, entweder bekommst du zu wenig Anerkennung oder Wertschätzung oder Unsicherheit, was die Finanzen betrifft. 13. Oktober ist Vollmond in Fischen und das bedeutet Thema Kinder wird beleuchtet, aber auch deine Kreativität und Lebensfreude sollst du auch leben. 21. Oktober ist Halbmond in Zwillingen, Spannung bei Ämtern oder du sollst was loslassen, du neigst aber dazu festzuhalten oder kommen Verlustängste. 28. Oktober ist Neumond im Jungfrau, nachdenklich sein über deine Wünsche oder nachdenklich sein über Freundschaften, wen kannst du vertrauen, wen kannst du nicht vertrauen. November. Mars ist im Jungfrau. Das kann bedeuten, dass du dich einsetzt für eine Gruppe oder bist aktiv im Freundeskreis. Oder hast du Kontakte mit einer männlichen Person? Merkur und Venus ist in Skorpion. Und Sonne ist im Waage. Monatsthema ist inneren Gleichgewicht oder Gerechtigkeit oder Kunst, Kreativität oder Partnerschaft.
Und für dich wirkt auch die 12. Lebensbereich Rückzug, die Ursache an etwas zu erkennen, in die Tiefe zu schauen, Augen öffnen um die Geheimnisse. Merkur Venus hier bei Aszendent bedeutet, dass du eine jugendliche Ausstrahlung oder Aussehen hast, dass du in dein Aussehen etwas verschönerst oder kaufst für dich etwas Schönes, ein schönes Kleid, hast du eine ganz andere Auftreten und du zeigst deine Schönheit, deine Weiblichkeit. Bei Merkur kommt das jugendliche Ausstrahlung oder mehr Gesprächen, was du auch persönlich führst oder trifft dein persönlichen Umfeld. Zwischen 1. und 20. November ist Merkur rückläufig. Ab 21. November wird Merkur direktläufig. 28. November wird Neptun direktläufig und wirkt hier im 4. Lebensbereich, im tiefsten Punkt des Horoskopes, das sind die Träume, die Sehnsüchte, und dreht sich die Richtung. Das heißt, es lässt sich verwirklichen, kommt in Bewegung. 4. November ist Halbmond im Steinbock. Eine gewisse Spannung mit Rivalität oder mit Konkurrenten oder bei Austausch von Informationen, Spannung in Medien oder die Verbindung zum Verwandten. 12. November ist Vollmond im Widder, Thema Neuanfang oder die berufliche Situation, das wird beleuchtet, eventuell Gesundheit. 19. November ist Halbmond im Krebs, Spannung auf eine Reise oder du hast deinen Glauben und da kommen so Momente, wo du zweifelst daran. 26. November ist Neumond im Waage, das ist hier der Rückzug und das ist auch wichtig. Dezember Jupiter übergeht im Schütze und bleibt auch ganzes Jahr im Schütze. Sonne ist im Skorpion, Monatsthema ist das Loslassen, die Transformation, die Erneuerungsprozesse und deine Persönlichkeit in Ausdruck zu bringen. Und Mars und Merkur ist im Waage. Mars übergeht im Waage, Merkur ist im Waage und das bedeutet Geheimnisse. Entweder hast du deine Geheimnisse und das hat einen Bezug zu einer männlichen Person oder eine männliche Person erzählt seine Geheimnisse. Kann auch bedeuten, dass du geheime Feinde hast, du erkennst das und mit Mars Energie sollst du dich wehren. Und Venus befindet sich im Schütze und das heißt Glück im Finanzen. Jupiter bringt Glück, Venus bedeutet auch kleines Glück. Venus bedeutet aber auch Schönheit oder schöne Dinge und hier mit diesem Einfluss neigt man dazu, Geld ausgeben für schöne Dinge, Jupiter sogar dazu, das zu übertreiben. Aber kann auch Glücksfall sein, ein Gewinn, Gewinnchancen. Immerhin ist Jupiter die große Glücksplanet und Venus ist die kleine Glücksplanet. Oder dass du Geld bekommst von einer weiblichen Person oder durch deine kreative Arbeit. 4. Dezember ist Halbmond im Wassermann, Spannung zu Hause. Das kann auch eine kleine Reparatur sein. Oder möglich ist auch, dass du verspürst die Spannung und Nervosität und bleibst lieber im Rückzug, bleibst lieber zu Hause.
12. Dezember ist Vollmond im Stier. Stierthemen wird beleuchtet, die Ruhe bewahren, etwas mit Gelassenheit betrachten, den Tag genießen, die um die Finanzen, um die Besitz kümmern, dann kommt Themen dazu. 7. Lebensbereich und das ist die Liebe, Partnerschaft. 19. Dezember ist Halbmond im Löwe, hier ganz oben. Das kann bedeuten, du fühlst dich nachverlässigt oder hast das Gefühl, du bist übersehen, du bist nicht richtig wahrgenommen oder du zweifelst an deine Ziele oder gibst Spannung in Arbeit. 26. Dezember ist Neumond im Schütze, Rückzug, halte das Geld auch zurück und Nachdenklichkeit über Finanzen. Januar 2020. Mars ist in Skorpion. Das zeigt deine Kraft oder eine männliche Person hat einen Einfluss auf deine Persönlichkeit, manchmal sogar auf die Aussehen, weil du dich hübsch machst für diesen Mann. Sonne und Merkur ist im Schütze. Monatsthema sind Schütze-Themen und das ist Reise, Bewegung oder die zweite Lebensbereich, Wert, Wertschätzung, Finanzen. Und dann kommt die Merkur-Energie dazu, das kann auch ein Vertrag sein. Venus ist im Steinbock. Und hier zeigst du deine Kreativität oder hast du Kontakt mit einer oder mehreren weiblichen Personen. Februar. Sonne ist im Steinbock. Monatsthema sind Steinbock-Themen. Zielerreichung, nicht aufgeben, Kraft zu zeigen, Geduld und Ausdauer. Außerdem kommt Bildung dazu, Schulungen, Austausch von Informationen, Kontakt mit Verwandten. Und Venus, Merkur ist im Wassermann und das kann bedeuten Gespräche über deine Wohnsituation oder Besuch zu einer Frau. Kann auch bedeuten ein Vertrag und das hat mit Einrichtung was zu tun oder mit deinem Zuhause was zu tun. Und bei Venus Energie ist natürlich Verschönern etwas. Oder Harmonie zu Hause. März 2020. Saturn und Pluto übergeht im Steinbock und bleibt ziemlich lang hier im Steinbock. Saturn etwa 2 Jahre lang, Pluto noch länger und das sind 2 Steinbock. Das sind Steinbock-Themen. Ziele setzen, das nicht aufgeben, geduldig zu sein. Und du hast hier ein Saturn-Wiederkehr, weil in deinem Geburtshoroskop ist Saturn im Steinbock und jetzt hast du ein Saturn-Wiederkehr. Und das erlebt man nicht so oft. Also das wird bei dir hier schicksalhafte Veränderungen auslösen. Auch bei Verwandten, auch kleinere Veränderungen in deiner vertrauten Umgebung oder Schulungen, Bildung. Sonne und Merkur ist in Wassermann. Monatsthema ist eine Wohnsituation. Bei Merkur kann das Gespräche sein über deine Herkunft, Wohnsituation oder du gründest etwas. Kann auch bedeuten, dass hier ein Mietvertrag oder Kaufvertrag bedeutet. Und Venus ist im Widder. Und das bringt mehr Harmonie in deinen Alltag oder kreative Arbeit
oder Verbindung zu einer oder mehreren Frauen im Arbeit, also bezüglich Arbeit, eventuell Arztbesuch. Und das kann ein Frauenarzt bedeuten. April. April 2020. Jetzt ist die Bewässerung im Garten, also das ist diese Hintergrundgeräusche. Venus übergeht im Stier, aktiviert Werte, Besitz, Finanzen und hier aktiviert bei dir Liebe, Partnerschaft. Und Venus ist die Liebesplanet. Sonne und Merkur ist in Fischen, Monatsthema sind die Kinder oder Lebensfreude. Das zeigt auch eine jugendliche Auftreten, Ausstrahlung, das ist die Merkur-Energie oder Gespräche mit Kindern und Jugendlichen. Und Mars ist im Steinbock. Und hier aktiviert bei dir Themen Kontakt zu Verwandten oder Internetkontakte oder deine Kraft, dich zu einsetzen, dich zu behaupten, dich zu wehren gegen Konkurrenten. Mai 2020. Venus übergeht in Zwillingen. Und das kann Thema deine Weiblichkeit bedeuten, Thema Liebe, Sexualität bedeuten oder Glück im Ämtern. Möglich ist auch, dass hier erbschaftlichen Themen hast und Verbindung zu einer weiblichen Person oder Terminen mit Ämtern. Mars bleibt im Steinbock und Sonne Merkur ist im Widder und aktiviert Themen, dein Alltag, Pflichten, Arbeit. Hier hast du Termine, Gespräche, eventuell ein Vertrag und das hat mit deiner Arbeit was zu tun. Oder Arztterminen, das kann diese Merkur-Energie hier auch auslösen, eventuell Neuanfang. Das passt auch sehr gut zum Widder-Energie. Liebe Nerilia, so könnte ich dein Jahr beschreiben. Ich bedanke mich für dein Anvertrauen, auch für diesen Auftrag. Ich wünsche dir alles Gute, alles Liebe von Dendera.